Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Format. Wir versuchen etwas, und zwar der erste Podcast, gleichzeitig auch ein Video. Wir werden jetzt versuchen, in verschiedenen Episoden über verschiedene Themen zu sprechen, vielleicht auch ein wenig Tipps geben aus Erfahrungen und so weiter. Ja, es sollte einfach ein erster Versuch sein und ich würde sagen, wir sprechen nicht lange herum, sondern wir beginnen gleich mal. Tipptopp, ja. Gleich noch zu Beginn. Wir haben uns gedacht, wir wollen diese Runde relativ locker gestalten. Dementsprechend haben wir uns passend zum Jubiläum, das 500 Jahre Zwingli-Jubiläum dieses Jahr, haben wir uns zwei Zwingli-Bier geschnappt. Danke dafür. Gerne, gerne. Ich würde sagen, wir stoßen an und beginnen gleich. Genau. Zum Wohle erstmal. Zum Wohle. Und wir haben uns gedacht, zuerst, dass ihr uns ein bisschen kennenlernt, haben wir eine Box mit Begriffen drauf, wo ihr etwas über unsere Person ein bisschen erfährt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Ihr werdet das gleich bemerken, wie das etwa abläuft. Genau. Genau. Ja. Ich habe das erste Wort Geschwister. Mhm. Ich habe eine jüngere und eine ältere Schwester. Wir sind zu dritt aufgewachsen. Und weitere Kinder sind nicht in Planung. Oh, schade. Schade, aber ist so, ne? Ist so. Ja. Lieblingsfarbe. Ja, ich habe nicht die eine Lieblingsfarbe. Bei mir ist es ein bisschen grün, blau, ein bisschen etwas Dezentes, nicht Grelles, halt ausgeglichen. Sehr ganz gut. Einfach. Ja, ja, genau. Traumauto. Ja, da gibt es natürlich verschiedene. Ich würde sagen, es ist der Ford Mustang GT. Klingt gut, kenne ich nicht. Würde ich gerne nehmen. Muss ich mir nachher zeigen. Ja, bin gespannt. Zeige ich dir. Oh. Geduldig, ungeduldig. Ja, das ist zwar ein Thema. Ich beginne mal mit geduldig. Ich habe das Gefühl, dass ich mit anderen Menschen relativ geduldig sein kann. Also kommt auch ein bisschen auf die Stimmung drauf an, aber grundsätzlich bin ich eher sehr ungeduldig, wenn es um mich geht oder wenn ich etwas machen möchte und es funktioniert nicht. Dann kann ich eine Furie werden. Oh. Sozusagen. Okay. Ja. Gut. Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt gemacht, abgeschlossen. Gleichzeitig habe ich eine Handelsschule und ein Bürofachdiplom gemacht an einer Hochschule in Zürich. Und ja, dann einfach Weiterbildungen gehabt. Jetzt auf dem Bereich Lüftung, wo ich zurzeit arbeite. Ja, ich denke, das sind so die offiziellen Ausbildungen. Ja. Ich habe Wunsch und Ferienort. Stimmt das? Wunschferienort. Jetzt? Ja. Richtig. Wunschferienort habe ich nicht primär. Ich möchte gerne ein bisschen alles kennenlernen. Von, ich sage jetzt, Winterregionen, oder bekannte Winterregionen bis zu schönen Städten mit verschiedenen Kulturen, über heiße Regionen, vielleicht in Wüste, Safari-mäßig interessiert mich auch sehr. So ein bisschen alles, aber nicht einen spezifischen Ort, wo ich sagen würde, den möchte ich noch besucht haben. Genau. Gut. Alter? Ja, ich bin 29 Jahre alt. Jung. Sehr. ist so. Jung und knackig. Ja. Genau. Tastatur, Schraubenzieher. Genau. Ich glaube, das könnte was sein, was du... Was würdest du? Was bist du für ein Typ? Ah, okay, ja. Tastatur, Schraubenzieher. Ich bin vielleicht eher die Tastatur. Ich würde da jetzt sagen, ich finde, eine Tastatur hat viele Facetten. Es geht ein bisschen. Ja. Ein kleiner Hänger, Entschuldigung. Können wir ja rausschneiden. Oder wir lassen es genauso. Wir lassen es, nein, das ich macht es authentisch. Genau. Haben wir ohne Schnitt. Genau. Die Tastatur, finde ich, hat mehrere oder verschiedene Tasten, weil deshalb ist es auch eine Tastatur und ein Schraubenzieher. Man merkt es, wir sind nicht aus Deutschland. Ein Schraubenzieher kann halt so etwas und eine Tastatur kann halt vieles.
Ja. Ich sage jetzt nicht, dass ich vieles kann, aber es ist, ja, es ist korrekt. Dort will ich hin zur Tastatur. Wir lassen das so stehen. Wir lassen das definitiv so stehen. Lightroom oder Photoshop? Ich würde sagen, Lightroom würde ich bevorzugen, weil es sehr vielseitig ist und man zum Beispiel bei einer Hochzeit oder bei einem Firmenevent mit 2.000 bis 3.000 Bilder einfach schneller vorwärts kommt. Aber Lightroom kommt schnell an seine Grenzen, was die Ebenen angeht oder wenn man etwas rausretuschieren möchte, dann kann man das nur über den Bereichsreparaturpinsel machen und das ist nicht so die gute Wahl und man sieht es schlussendlich, wenn man ein geübtes Auge hat. Aus diesem Grund eigentlich beides, optimal ist sicher beides, aber wenn ich etwas wählen würde, wäre es wahrscheinlich Lightroom. So, Velo oder Auto? Klammer ÖV. Ja, ich bin schon am ehesten der ÖV-Mensch, weil ich es einfach so nutze. Ich habe die Autoprüfung nicht, deshalb ist es für mich klar. Velo finde ich praktisch, aber nicht so gerne. Ich denke, das Auto wird eher das sein, was mich vielleicht in ein paar Jahren begleiten wird, in dem Sinne, oder was ich dann lieber fahren werde. Uh-huh. Aber momentan kenne ich halt die ÖV, also nicht die ÖV selber, aber das Fahren mit der ÖV und das gefällt mir relativ gut, so gut wie möglich. Sehr gut. Genau. Ah, das gewisse Thema, Canon oder Nikon? Ja, wir filmen mit einer Nikon, das ist meine Nikon. Ich bin ein Nikon-Kind, wie man das so sagen kann. Meine erste Kamera war eine Nikon. Und das ist jetzt meine dritte Kamera. Ich werde sehr wahrscheinlich auch bei Nikon bleiben. Wobei ich bin nicht der Meinung, dass Nikon das Beste ist und das einzige Richtige. Ich bin heute eher der Meinung, dass eine Kamera, egal was für eine Marke das darauf steht, genau gleich gut kann funktionieren oder gleich gute Qualität haben kann. Ich bin auch der Meinung, dass eine kleine Kamera vielleicht für mich persönlich eher in Richtung Sony Alpha 6000 Reihe geht. Aber das grundsätzlich jeder selber entscheiden. Und vielleicht ist es auch die Haptik oder die Bedienung, das Menü und so weiter, was dich einfach eher beansprucht oder so. Und dann bevorzugst du es einfach, was du gerade hast. Aber ich bin nicht verschwört. Vollformat oder APS-C? Sind wir schon ein bisschen beim Kamerathema? Ja. Kommen wir gleich zurück drauf dann. Also beim Kamerafotografie-Thema, so muss ich sagen. Vollformat oder APS-C? Rein qualitativ finde ich schon, dass man bei einem Vollformat kann man sehr gut einen Unterschied oder einen dass man die Qualität, die bessere Qualität sehr gut merkt, gerade in schwierigen Lichtverhältnissen. Oder bei der Gestaltungsmöglichkeit. Allerdings finde ich jetzt rein von der Größe entsprechend für mich jetzt die APS-C-Kameras mehr. Also wenn ich jetzt für mich schaue, was ich gerne im Alltag oder für zwischendrin gerne benutze, ist es eher APS-C oder je nachdem noch Micro Four Third, noch ein bisschen kleinere. Aber so, wenn man die Qualität braucht oder will, finde ich schon, dass die Vollformatkameras definitiv mehr zu bieten haben. Dann spielt mir die Größe auch keine Rolle. Genau. Weil ich dann auch die Qualität möchte und nicht und damit dann nicht die Größe als solches wichtig ist. Mhm. Genau. Mhm. Gut. Weiter geht's mit Cap oder Sonnenbrille. Ja, ich bin eher der Sonnenbrillentyp. Ich habe sehr empfindliche Augen und darum ist für mich klar, bevorzuge eigentlich immer die Sonnenbrille, außer es ist richtig warm, dann bevorzuge ich auch zusätzlich noch die Cap, meist dann verkehrt, dass ich den Nacken nicht verbrenne, aber grundsätzlich ist die Sonnenbrille schon ein guter Begleiter. Ich kenne dich gar nicht mit Cap. Ja? Also eigentlich gar nicht. Ja, siehst du. Wir haben es nie gesehen, wo es richtig heiß war. Das ist das Problem. Wir sollten uns öfter treffen im Sommer. Das ist ein Wort. Dann siehst du es. Ja? Anzug oder Jeans? Ja, ich bin ein bisschen vom Geschäft ursprünglich ein bisschen beeinflusst worden. Ich bin eher der, also Anzug.
ja, ich muss sagen, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Anzug und Jeans, genau, ist es der Anzug. Mhm. Geht ja um diese beiden, genau, Begriffe. Einfach, weil wir im Geschäft ursprünglich mit Hemd und keinen Jeans eben arbeiten mussten. Deshalb habe ich gar keine Jeans mehr, die mir gehen. Ist halt so. Ist klar. Gibt es. Eindeutige gibt es tatsächlich. Antwort. Windows oder Mac, das ist auch ein gutes Thema. Ich bin ein, ich sag mal, ein Allrounder. Ich habe im Geschäft arbeite ich mit Windows und zu Hause praktisch nur mit Apple. Das heißt, iPhone habe ich mal kurz gehabt, jetzt nicht mehr. Kommt aber noch die Frage. Aber ich habe selber ein MacBook Pro und ich bin sehr zufrieden. Vor allem was die Videoqualität kann ich jetzt nicht sagen, aber die Leistung und der Prozessor ist schon eher abgestimmt beim Mac, denke ich, auf Videoschnitt, Bilder bearbeiten und so weiter. Dann, die Haptik ist schon ein bisschen besser. Mhm. Aluminiumgehäuse, das finde ich schon sexy. Oh. Gefällt mir. Ja, ja, Mac ist einfach zu bedienen. Ja, sagen nicht alle. Aber wir. Getränk. Zum Wohl. grundsätzlich bin ich ein bisschen ein Eistee-Mensch, was so den Alltag betrifft. Oder Wasser. Mhm. Also normalerweise Wasser und dann so zum Mittag Eistee. Aber am Abend in der Bar schon eher Bier. Ja. Da reicht das Geld bisschen, für. Ja, ein bisschen beides. Ein bisschen beides, ja. Eventuell kommt ja dann irgendwann ein Sponsor. Vielleicht. Schleichwerbung. Gut, ihr habt noch Zeit. Winter oder Sommer? Ja, eher Sommer. Winter finde ich cool, wenn es Schnee hat, aber hier in der Schweiz ist es immer im Flachland. Nicht so mit dem Schnee. Ein Tag, zwei Tage Schnee, dann kommt der Regen, dann ist Schnee vorbei. Aber in den Bergen, da bevorzuge ich schon den Winter, aber nur für die Ferien in den Bergen. Darum... Also am liebsten wäre mir 10 Monate warm und 2 Monate kalt mit richtig Schnee. Ist aber nicht viel kalt. Nein, das ist nicht viel kalt. Und ist eher der Sommertyp, aber wenn Winter, dann richtig Winter. Ah. Das wäre cool. Ja, bei uns ist Winter meistens mehr kalt wieder. Schön, ja, wieder Schnee. Also ja, nicht hier unten, bei uns. Android oder Apple? Ja, für mich ganz klare Sache, Apple. Wie im Computer, Handy, ja, bin es einfach gewohnt. Ja. Gut. Ich bin kein Android-Mensch. Kein Android-Mändle. Mändle, dann Mändle. Das letzte. So. Tele oder Weitwinkel? Da gehen wir wieder in die Fotografie. Und da muss ich sagen, ich bin ein Typ, der sehr gerne ausprobiert. Ich finde das Tele sehr gut bei Hochzeiten zum Beispiel, dass man nicht im Tumult stehen muss. Aber die Tierfotografie zum Beispiel finde ich auch sehr spannend. Weitwinkel ist Landschaft und Landschaft ist wunderbar. Das finde ich auch sehr interessant und toll. Freue mich schon auf Island. Darum immer ein bisschen beides. Aber wenn ich wählen könnte, würde ich wahrscheinlich das Weitwinkel bevorzugen, weil es einfach auch öfters einsetzbar ist. Reinkroppen können wir ja mit Vollformat. Deshalb gibt es Vollformat. Ja, da sind wir wieder am Thema. Oder Mittelformat. Oder Großformat. Ja, ja. Jetzt. Wir bleiben mal bei Vollformat. Ja. Genau. Und da kommt eigentlich gleich die Zeit zum Überbrücken. Wir wollen sehr gerne über das Thema Fotografie sprechen. Und wir beginnen mit dem Thema, warum Fotografie bei uns persönlich. Wie haben wir in die Fotografie gefunden und wie erleben wir die Fotografie, was haben wir für Erfahrungen gemacht und so weiter. Das sollte das nächste Thema sein. Gut, dann möchten wir beginnen und dann frage ich dich gleich zu Beginn, wie bist denn du zur Fotografie gekommen? Mhm. Bei mir hat das eigentlich ziemlich unspektakulär angefangen. Ich war in der Oberstufe. Und da musste ich mich entscheiden, was ich gerne weitermachen möchte. Und dort habe ich mich zuerst für den Veranstaltungsfachmann interessiert und
nach ein, zwei Tagen, wo ich dort in diesem Beruf schauen durfte. Jetzt stocke ich gerade. nach ein, zwei Tagen habe ich dann bemerkt, das ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich dann sonst machen? Und dann irgendwie so bin ich auf die Fotografie als solches, als Beruf eigentlich drauf gekommen. Und als ich dann das gelesen habe, diese Jobbeschreibung, kam das so ein wenig, so ein Interesse auf und habe mich auch in der Freizeit dann mal damit beschäftigt, um herauszufinden, ist das etwas für mich oder nicht. Mich hat das grundsätzlich sehr interessiert und habe dann auch in diesen Berufen reingeschaut und habe dann auch eine Lehre in diesem Beruf gemacht. Und seit dann ist das ein bisschen geblieben. Eigentlich das Interesse ist immer wieder mal ein bisschen weggegangen, ist wieder mal ein bisschen stärker geworden. Aber grundsätzlich ist es, begleitet mich die Fotografie jetzt wirklich seit der Oberstufe eigentlich. So grundsätzlich. Genau. Okay. Und halt immer wieder ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob das bei dir ein bisschen anders ist. Das ist normal. Das ist normal, okay. Aber begonnen hat es anders bei mir. Ich habe es früher als in der Oberstufe entdeckt. Und zwar war ich in einem Camp und habe dort gesehen, dass ein paar meiner Kollegen sehr intensiv fotografiert haben mit Kompaktkameras, nichts Großes. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich eine coole Sache und ich könnte da auch einsteigen. Und ich glaube, ich habe mir sie zum Geburtstag gewünscht oder irgendwie so. Und wo ich dann diese kleine Kamera bekommen habe, habe ich auch begonnen, alles zu fotografieren. Alles. Und habe dann wirklich gemerkt, okay, wenn ich das Bild so halte, die Kamera in diesem Winkel, sieht so aus und es wirkt so. Und es, ja, da kam eine gewisse Begeisterung auf. Und dann habe ich mich stetig weitergebildet mit YouTube oder mit Zeitschriften und somit selber dann eine Kamera gekauft. Das war eine Nikon D5000. Wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich wirklich versucht, intensiver zu arbeiten, zu achten, Menschen zu fotografieren, dann wirklich mit einem bewussten Auge. Und dann ist es immer mehr gekommen, es hat mir auch immer mehr Spaß gemacht. Klar, die Leute haben sich auch immer wieder bedankt für die Fotos. Und dann kam so eine gewisse Phase, wo ich sehr begeistert war und mich richtig selber getrieben habe in der Weiterbildung und schlussendlich irgendwann zum Punkt kam und gesagt habe, ich hoffe, es wird mehr als nur ein Hobby. Und dann versuchte ich, Aufträge einzuholen und so weiter. Aber da kommen vielleicht später noch ein bisschen näher drauf ein. Ja, aber wie hast du dich, also ich habe persönlich immer ein bisschen Mühe, mich zu motivieren. Also an gewissen Punkten oder Momenten komme ich dazu, dass ich so finde, ja, es wäre jetzt toll, wenn man fotografieren gehen würde, aber das Wetter spricht nicht dafür, das Licht ist nicht gut, die Ausrüstung stimmt nicht. Das habe ich früher sehr gemerkt, dass ich da sehr Mühe hatte. Also das Thema sich selber motivieren, muss man sich motivieren oder soll man eh nur fotografieren, wenn man Lust hat. Ich finde, es ist ein spannender Punkt. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ob dich das nicht so gekümmert hat, weil du immer wieder Motivation hattest, sowieso? Nein, es gab sicherlich immer wieder Zeiten, wo ich sehr unmotiviert, würde ich nicht sagen, aber andere Interessen hatte, die ich als wichtiger empfand. Und somit auch vielleicht die Fotografie ein wenig zur Seite gelegt habe. Aber das heißt nicht, dass ich grundsätzlich die Lust verloren habe an der Fotografie, sondern eher für eine Zeit etwas mehr Motivation hatte. Weil die Motivation kannst du ja nicht stetig auf einem Niveau halten. Das ist immer ein Auf und Ab. Und ja, vielleicht hatte ich auch das Glück, dass ich nicht die ganze Zeit fotografiert habe, weil ich denke, dass eher die Wahrscheinlichkeit wird größer, wenn du dich stets mit der Fotografie beschäftigst, dass du irgendwann den Faden verlierst du hast das Gefühl, ich habe alles gemacht und meine Fotos sehen immer noch nicht so aus wie gewisse andere.
Und dann, ja, ist es schwierig. Mhm. Aber da hatte ich schon ein wenig Glück, dass ich noch mehrere Hobbys hatte neben der Fotografie und somit mich nie bewusst gefragt habe, wo ist meine Motivation oder warum gehe ich nicht dorthin? Es ist oft wegen der Zeit. Also ich konnte mich das gar nie fragen. Ja. Das war nicht so schlimm. Ja, ich finde es gerade spannend, dass ein bisschen angesprochen, dass ja, dass andere Bilder sehen, dass es bei einem selber nicht so klappt. Das war auch ein Punkt, wo ich sehr Mühe hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, aber der fotografiert so gut und der kann das so gut und ich selber, ja, naja, wenn ich meine Bilder ansehe, gefällt es mir jetzt nicht unbedingt. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, ich finde es sinnvoll, wenn man, gerade wenn man auf diese Internetgeschichten mit diesen, ich meine, es ist ja ein riesen Pott voller Bilder, Unmöglichkeiten für Ideen zusammen, um sich zu vergleichen. Mhm. Ich finde, es ist am Anfang sehr schwer gewesen, gerade wenn man so neu drin ist, dass man da nicht zu sehr die Freude, die Faszination darin verliert, weil man das Gefühl hat, ja, andere können es, aber ich nicht. Ja. Das finde ich war, früher hätte ich lieber weniger auf andere geschaut, weil ich es in einem falschen Grund oder aus einer falschen Motivation heraus angesehen habe. Heute finde ich es eher auch einfach interessant, um zu schauen oder zu erahnen und versuchen zu herauszufinden, mit was für, also nicht mit Einstellungen, aber mit was für Techniken, dass sie die Bilder gemacht haben. Oder mit was für Objektiven, oder hätte ich diese Aufnahme auch in meinem Equipment machen können? Das finde ich ist eine wichtige Frage. Oder es geht ja nicht primär darum, dass man das kann, was andere können, weil viele in diesem Bereich sind ja spezialisiert. Das ist ja noch das andere. Die fotografieren nur Landschaft, die fotografieren nur Architektur. Also, gibt es Leute, die machen das beruflich. Nur etwas fotografieren. Naja. Weiß nicht, ob das dann mal was wird, aber, aber ich finde es schön, wenn man sich auch ein bisschen weit gefächert orientieren kann. Aber das ist sowas, da hatte ich sehr Mühe zu unterscheiden zwischen Ideen sammeln oder die Freude daran zu bekommen, hey, andere machen das, so kann ich das auch. Bei mir war es eher umgekehrt, ich hatte das Gefühl, scheiße, Entschuldigung, ich kann das nicht und jetzt habe ich geflucht. Nein, ich kann das nicht oder ja, komme ich jemals mit meinem Equipment daran heran, weil oft sieht man halt immer die anderen, die vielleicht noch etwas Besseres benutzen. Finde ich noch nicht ganz einfach, gerade wenn, weil es so viel auf dem Markt gibt, das ist schon. Ja, und zusätzlich kommt noch dazu, dass heute einfach das Internet sehr bestimmend ist und so einfach erreichbar und man erwartet fast, dass man seine Bilder postet überall mit dem Facebook, ja, jetzt vielleicht zur Zeit ein bisschen weniger, aber der Vergleich ist schon immer da, ist schon klar, weil man sieht jeden Tag bessere Bilder, man achtet ja nur auf bessere Bilder, die schlechteren sieht man vielleicht gar nicht oder die abonniert man nicht oder wie auch immer. Und so glaube ich schon, dass heute generell es viel schwerer ist zu beginnen, egal was, es kann auch Gitarre spielen sein oder so. Man sieht immer solche, die es besser können, weil man so einen leichten Zugang zu den Medien hat. Und so, klar, von dort lernst du ja schlussendlich auch. Es gibt viele, die früher sehr lange gebraucht haben, bis sie mal zu einem Punkt kamen, wo sie vielleicht Geld für einen Auftrag nehmen konnten. Und heute geht es sicherlich schneller. Nur das Problem ist, dass ja alle diesen Zugang haben. Schlussendlich unsere Kunden haben das ja auch. Also warum sollte ein Kunde bei mir für 100 Franken oder so ein Passfoto machen, wenn er zu Hause das selber machen kann? Und Anleitungen gibt es genug im Internet. Ja. Das Internet ist ja voll von dem. Genau. Ja. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du dich fragst, was sind meine Mehrleistungen? Und dann bist du aber eher auf den Auftrag fixiert und nicht mehr auf das Fotografieren. Das ist ein Nachteil, finde ich. Dann ist dann die Schwierigkeit, wo habe ich die Balance zwischen motiviert sein, ich will eigentlich fotografieren und ich möchte Geld verdienen. Weil wenn du nur noch das als Beruf machst, musst du ja Geld verdienen. Ja, ja, dann musst du von etwas leben. Ja. Genau. Ja, ja. Und dann ist vielleicht zusätzlich das Problem, wenn du dann nur noch fotografierst, da kannst du dir ein anderes Hobby suchen.
Ja, weil es ja dein Beruf ist. Richtig. Weil du gehst da nicht abends heraus mit deiner Kamera zu Hause, die vielleicht schlechter ist, wenn du eine andere zu Hause hast, und sagst, oh cool, heute gehe ich mal, probiere ich mal eine Waldfotografie aus oder Makro oder so. Mhm. Ich glaube, das verlierst du dann. Und darum ist es vielleicht sogar einfacher, wenn du beides machen kannst, wenn du einen Beruf hast, einen anderen Beruf hast und als Hobby oder vielleicht als Nebengewerbe Fotografie betreiben kannst, vielleicht auch Geld einspielen kannst, aber mehr zum Decken deiner Ausgaben wie neues Equipment, weil du vielleicht eine neue Linse siehst und das Gefühl hast, mit dieser Linse kann ich besser fotografieren, was ja nicht unbedingt der Fall ist. Aber es definitiv kann ja auch nicht einfach eine Belohnung sein oder es kann einfach eine neue Motivation sein, vielleicht auch, wenn man sich eine neue Kamera kauft oder ein neues Objektiv, dass du dann motivierter bist und vielleicht noch mehr rausgehst. Und dann ist es auch schön. Ja. Das muss ja nicht immer von alleine kommen, die Motivation. Nicht zwingend, ja. Ich finde es, gerade am Anfang waren genau diese Sachen für mich sehr prägend. Ja, es war sehr motivierend, wenn man ein neues Gerät, ein neues Zubehör oder etwas gekauft oder bekommen hatte. Ja. Weil man dann, man wollte es ausprobieren. Also ist heute nicht anders. Wenn ich ein neues Gerät in die Hand bekomme, dann... Ja, ist normal. Wenn es mir gefällt auf den ersten Eindruck, dann will ich das ausprobieren. Ist ja logisch. Man muss mal sagen, wir sind sehr Technik-Nerds. Orientiert, ja. Wie man so schön sagt. Ja. Wir haben Freude an neuen Techniken. Definitiv, das ja. Das ist schon so. Ja. Aber ist auch schön. Ja, wie gesagt. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht zu technisch werden über ISO und Blending, das kann ja auch einem späteren Zeitpunkt, wenn es gewünscht ist, kommen. Aber grundsätzlich finde ich, du hast vorhin gerade noch angesprochen, man verliert ein bisschen das, was wichtig ist oder was einem sehr gefällt an der Fotografie, wenn man so zu sehr versteift ist. Oder? Genau. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil Fotografie soll doch Spaß machen. Auf jeden Fall. Wie jedes Hobby, wieso soll ich Badminton spielen gehen? Wenn ich keine Freude habe. Genau. Ja. Das heißt, es ist mit jedem Hobby. Mhm. Und solange es ein Hobby ist, darf und soll es Zeit machen, darf es auch Geld kosten. Und man darf auch dazu lernen, weil man es einfach toll findet. Und das war am Anfang gerade schwieriger, auch ein bisschen auszublenden, was andere denken. Weil natürlich andere Leute sehen nicht deinen Standpunkt. Mhm. Primär, also du erzählst ihnen das oder sie sehen das auch, aber grundsätzlich bekommt man von außen eher mal dann sehr viel Kritik oder man findet dann, ja, okay, anhand von der Reaktion merke ich, es gefällt den anderen Leuten nicht so. Aber das ist wie die falsche Motivation, um zu sagen, hey, darum fotografiere ich. Mhm. Also für mich ist primär auch wichtig, also jetzt ist der Betrachter als solches ist ja schon auch wichtig. Bei einem Foto, weil man selber macht das Foto, man überlegt sich etwas und man will eine Wirkung erzielen. Mhm. Aber grundsätzlich, was nachher passiert bei dem, bei der Person, die es anschaut, ist übrigens auch spannend, denn im Video selber muss man die Geschichte erzählen, weil man will sie sozusagen erzählt bekommen. Das ist das Spannende an der Fotografie, dass man eben genau auch einen gewissen Spielraum lässt, um der Person, die das Bild ansieht, auch überlegen kann, hey, was hat sich die Person überlegt oder um was geht es hier? Ganz viel, mich persönlich sprechen sehr dokumentative Fotos, sprechen mich sehr an, weil ich, oder auch gerade Fotos, die gewisse Krisen oder spezielle Situationen auf dieser Welt, sage ich jetzt mal, thematisieren. Und das ist genau ein Punkt, oder das sind Fotos, die das bewirken können oder die einfach beim Betrachter. Es muss nicht die Welt retten, das geht es nicht. Es muss beim Betrachter eine Emotion auslösen. Ich weiß nicht, dass mir ein tolles Beispiel erzählt. Beispielsweise, wenn man bei Instagram, wir kennen es alle, wir scrollen durch und dann, wie lang schaut ihr euch ein Bild wirklich an? Also ich selber gehe durch, like, geh durch, like. Und so in diesem Stil schaut man sich die Bilder an. Und das Tolle ist, wenn doch jemand sich Zeit nimmt für ein Bild, um das anzuschauen, um etwas hineininterpretieren und um einfach Freude oder Ideen zu bekommen an diesem Bild. Das wäre grundsätzlich die Wunschvorstellung von jedem Fotografen, würde ich behaupten. Denke ich, ja. Nur das Problem ist, dass du heute so viele Bilder siehst und der Zugang so leicht ist,
bei Instagram kannst du so vielen guten Fotografen folgen, dann wirst du überhäuft mit Fotos. Und wie sollst du jedes Foto 2 Minuten ansehen? Da hast du irgendwann ein Zeitproblem. Das ist das. Ja, du wirst überhäuft. Klar, für mich, muss ich auch sagen, für mich ist es auch eine gewisse Motivation oder vielleicht auch ein Ansporn, dass ich am Schluss, wenn jemand mein Bild wirklich betrachtet und mir sagt, es wirkt für mich sehr positiv und es stimmt mich sehr, ja, freudig vielleicht auch oder so, dann ist es für mich hier ein Erfolg. Ja. Und das motiviert mich schlussendlich auch. Und da hast du den Unterschied zwischen einer Aussage von jemandem, was vielleicht ein Gefühl ist, was er dir sagt, und du daraus einen Erfolg ziehen kannst, ein Gefühl, ein Erfolgsgefühl. Und das andere ist das Geld. Mhm. Und das ist der Unterschied, oder? Zwischen dem Hobby, wo du fotografierst, weil du weiterkommen willst, weil es dir Spaß macht. Und auf der anderen Seite ist es die Auftragsarbeit, vielleicht weil du es als Beruf machen willst oder machst, oder ein Nebengewerbe. Und dann ist es vielleicht auch das Geld, das dich schlussendlich zum Erfolgsgefühl bringt. Ja. Aber ich finde es schwierig, diese zwei Sachen zu vergleichen. Und wie viel Raum gibst du natürlich, welchem Bereich? Schlussendlich. Was ist dein Ziel? Ist das Geld ja immer ein Thema. Und jeder hat gerne genug Geld oder viel Geld. Nur die Frage ist, werde ich glücklich mit Geld? Aber das ist wie ein fast ein separates Video. Genau, das geht ein bisschen zu weit mit dem Geld. Aber grundsätzlich muss man sich das schon immer fragen. Wenn du also das Ganze, die ganze Fotografie als Hobby betreibst, soll es einfach Spaß machen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Und wenn du nicht alleine rausgehen kannst, dann motivier dich, einen Kollegen zu fragen und geh zusammen raus. Und du wirst sehen, wie du voneinander lernen kannst. Sehr. Nicht durch Videos im Internet, weil der Konsum vom Internet ist so oberflächlich, merke ich bei mir selber. Wenn ich ein Video sehe, merke ich sehr viel. Wenn ich interessiert bin, sauge ich das auf wie ein Schwamm. Das Problem ist nur, ich vergesse es irgendwann wieder. Ja. Und wenn du rausgehst und im Praktischen fotografierst, dann wirst du viel mehr lernen und vielleicht auch nachfragen, okay, warum machst du das so? Warum stellst du zuerst die Blende an? Warum fotografierst du nicht im M-Modus und so weiter? Mhm. Und er kann die Antwort geben und das kannst du beim Video nicht. Vielleicht ein Wird Kommentar, schwierig. Ja. Was wir irgendwann hoffen, dass wir über Kommentare austauschen können. Aber das ist nicht sehr oft der Fall. Mhm. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, oder? Wie lernst du und gleichzeitig motivierst du dich, um die Fotografie zu betreiben, um weiterzukommen. Ja. Weil wir haben ja den Anspruch, immer besser zu werden. Und wann ist genug? Wann sind wir die Besten? Oh. Ja, das ist ein Frage. Ja, jeder muss sich selber fragen, an welchem Punkt wirst du gehen? Mhm. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ja, natürlich. Ist da auch ein Thema, wo wir vielleicht weiter eingehen können? Werden wir sehen. Gerne. Wir wissen es noch nicht. Ne? Und an dieser Stelle freuen wir uns auch sehr über Kommentare. Bezüglich wie es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, Verbesserungsvorschläge, über Themenvorschläge dürft ihr uns einfach schreiben. Genau, also wir lesen auch jeden Kommentar. Auf jeden Fall, ja. Und besprechen das und schauen sehr offen. Neue Themenvorschläge. Auf jeden Fall. Sonst finden wir ja auch ein anderes Thema, was uns interessiert. Und die Leute. Genau. Super. Gut. Dann wünschen wir euch ein schönes Tagli. Und tschüss.